Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Wir haben ja gesagt, wir sagen gar nicht mehr Jamaika, das klingt so positiv. Wir sagen lieber schwarze Ampel oder Schwampel zu dem, was uns da gerade bevorsteht. Nach den doch eher peinlichen Auftritten und hohlen Phrasen, die wir die erste Woche der Sondierungsgespräche erlebt hatten, wird jetzt gar nichts mehr inhaltlich gesagt, sondern jetzt wird immer davon geredet, dass es irgendwie Kompromisse gibt, dass man sich annähernd, dass man auf dem richtigen Wege ist, aber man erfährt nichts und von dem, was man erfährt, hat man doch große Zweifel daran, dass irgendwas dabei rauskommen wird. Was ganz sicher ist, es wird nichts dabei herauskommen in Richtung sozialer Gerechtigkeit und es wird nichts dabei herauskommen zur Klärung der zentralen Zukunftsfragen, der Fragen Altersarmut, Armut in dieser Gesellschaft, zur Frage Steuergerechtigkeit, zur Frage Infrastruktur, Investitionen und vielem anderem mehr. Im Gegenteil, was man hört, wird es eher eine Koalition werden für die Reichen und Besserverdienenden und die zentralen Fragen werden eben nicht angegangen. An folgenden Beispielen kann man das sehen. Es gibt nichts Ersichtliches gegen Armut und Altersarmut. Was dringend erforderlich wäre, wäre ein wirkliches Programm gegen Armut. Die Forderung nach Aufhebung der Sanktionen bei Hartz IV haben die Grünen erst gar nicht in die Verhandlungen eingebracht. Was völlig fehlt, ist, dass höhere Löhne vereinbart werden und der Mindestlohn erhöht wird und die Löcher praktisch gestopft werden, die heute schon der gesetzliche Mindestlohn hat. Was völlig unersichtlich ist, ist, dass es ein Programm gegen prekäre Arbeit geben wird, dass Leiharbeit zurückgedrängt wird, dass Tarifflucht zurückgedrängt wird, dass die Deregulierung von Arbeit zurückgedrängt wird. Wir wollen da, dass wirklich die Leute wieder von ihrer Arbeit leben können und dass tarifliche Bezahlung und tarifliche Normen in dieser Gesellschaft wieder normal werden und nicht, wie das heute erkennbar ist, zur Ausnahme werden. Wir erleben keine Aussage zu einer armutsfesten Mindestrente. Das, was diskutiert wird zur Rente auf dem Niveau der Grundsicherung, ist das, was wir schon haben, was aber die Probleme weder heute noch der zukünftigen Generationen in irgendeiner Form lösen wird. Wir hören nichts für ein höheres Rentenniveau. Wir hören nichts zur Bekämpfung der Kinderarmut, was dringend notwendig wäre, ein höheres Kindergeld oder eine Kindergrundsicherung einzuführen. Es gibt zu all den Bereichen keinen Plan. Es gibt keinen Plan zur Aufwertung der ungerechten Frauenlöhne im sozialen Bereich. Es gibt keinen Plan, überhaupt in der Pflege wirkungsvoll vorzugehen. Die Ankündigungen sind mehr als vage, dass man irgendwas zur Pflege machen will. Es gibt keinen Plan gegen Ursachen und Schäden der gesellschaftlichen Spaltung. Im Gegenteil, wir haben jetzt wieder gesehen mit den Steueroasen, dass die Politik schon der Großen Koalition geradezu eine Politik war für Steuerbetrug oder zumindest illegitime und unmoralische Handlungen. Man kann davon ausgehen, dass dort kein Programm angewandt wird, die dringend notwendige Regulierung krimineller Bankgeschäfte und Steuertricks von Superreichen und Unternehmen in Angriff zu nehmen. Sagen wir es, wie es ist, hier wird die Allgemeinheit bestohlen. Die Reichen betrügen praktisch die Gesellschaft um das ihr zustehende Vermögen, das andererseits dringend fehlt bei Investitionen in Bildung und Erziehung und Gesundheit. Und wenn tatsächlich Kubicki zum Finanzminister gemacht werden würde, der ja praktisch mit die größten Steuerbetrüger verteidigt, dann kann man wirklich sagen, unter einem FDP-Finanzminister wird die Schwampel ein Schweigekartell für Steuerbetrug. Und es wäre aber dringend notwendig, hier zu regulieren. Es wäre auch dringend notwendig, einen Plan für ein gerechtes Steuerkonzept vorzulegen, ja, das tatsächlich Gelder freisetzt für Investitionen in Bildung, Erziehung und Gesundheit. Allein in den Schulen fehlt ein Investitionsbedarf von 60 Milliarden Euro. Die Kommunen sagen, ihnen fehlen über 126 Milliarden Euro an dringend notwendigen Investitionen in die öffentliche Daseinsvorsorge, in die öffentliche Infrastruktur. Wenn man von vornherein die schwarze Null
vereinbart oder sogar Steuergeschenke machen will, an Besserverdienende, wird man die Mittel nicht haben, um hier entsprechend zu investieren. Und das wäre aber dringend notwendig, um die Zukunftsaufgaben zu bewältigen. Das, was jetzt durchgedrungen ist zur Arbeitszeitflexibilisierung, ist wirklich eine Schweinerei gegenüber Beschäftigten, die heute schon unter extrem flexiblen Arbeitszeiten leiden. Die Planbarkeit von Arbeit ist immer mehr zurückgegangen. Wenn man jetzt sagt, man will sogar den 10-Stunden-Tag kippen, wie es die Arbeitgeberverbände verlangen und die FDP verlangt, dann geht es absolut zu Lasten Millionen und Abermillionen von Beschäftigten, die Arbeit und Leben immer weniger in Übereinstimmung bringen können. Und gerade die Deregulierung der Arbeit hat doch quasi jede Arbeitszeitregulierung in den meisten Betrieben völlig zerschlagen. Und wenn die Arbeitgeber sagen, sie haben nicht genügend Flexibilität, dann ist das schlichtweg gelogen und entspricht überhaupt nicht der gesellschaftlichen Realität. Und lassen Sie mich zum Schluss jetzt zu dem sagen, was die FDP fordert, eine Senkung der Sozialversicherungsbeiträge, was ja in erster Linie den Arbeitgebern zugutekommen würde. In einer guten Konjunktur die Sozialversicherungsbeiträge zu senken, ist wirtschaftspolitischer Unsinn und bedeutet im Übrigen jetzt schon eine Vorbereitung von Sozialabbau, wenn es konjunkturell mal wieder schlechter wird. Und was doch jetzt dringend geboten wäre, wäre nicht die Gelder für die Arbeitslosenversicherung zu senken, die Beiträge, sondern ein Programm zu machen gegen Langzeitarbeitslosigkeit, um die Menschen, die so seit Jahren erwerbslos sind und in Hartz IV abgeschoben sind, endlich in Beschäftigung zu bringen. Da muss öffentliche Beschäftigung aufgebaut werden, da müssen die Weiterbildungsprogramme intensiviert werden, da müssen Brücken gebaut werden in den Arbeitsmarkt, aber doch nicht gekürzt werden. Praktisch in diesem zentralen Bereich. Und wenn man die Krankenkassenbeiträge senken will, kann man auch gleich sagen, dass man nichts für die Pflegekräfte tun will und dass man nichts zur Verbesserung der wohnortnahen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung tun will. Man soll nicht die Beiträge erhöhen, sondern eine grundsätzliche Reform machen in Richtung solidarische Gesundheitsversicherung. Aber was wir doch dringend brauchen, ist ein Personalaufbau bei der Pflege und nicht einen weiteren Kahlschlag bei der Pflege. Also hier gehen die Pläne, die in die Öffentlichkeit gedrungen werden, in die völlig falsche Richtung. Wir werden die bekämpfen und werden unsere Alternativen deutlich machen. Worauf immer sich die schwarze Ampel, also die Schwampel, einigen wird, fest steht schon jetzt, der Klimaschutz wird zu den Opfern gehören. Und ich will hier in aller Klarheit sagen, Klimaschutz ist kein Luxusproblem, sondern von existenzieller Bedeutung. Dazu müssen wir uns nur mal verdeutlichen, was es bedeuten würde, wenn das 2-Grad-Ziel, also dass die Erwärmung nicht mehr als 2 Grad betrifft, nicht eingehalten wird. Wenn es einfach nur zu einer kontinuierlichen Erwärmung kommt, heißt das im Klartext, dass verschiedene Inseln, darunter die Malediven, pazifische Inseln wie Tuvalu oder auch die Fidschi-Inseln, einfach komplett untergehen. Die Regierung von Tuvalu hat deswegen schon mal prophylaktisch für die gesamte Bevölkerung ihrer Insel Asyl in Australien beantragt. So existenziell sind die Folgen der globalen Erwärmung. Darüber hinaus kann aber auch selbst noch unterhalb des 2-Grad-Ziels es zu einem Kippen kommen. Also wenn faktisch der gesamte grönländische Eisschild schmilzt, würde das Erhöhung des Meerwasserspiegels in einem Ausmaß zur Folge haben, die man heute gar nicht mehr kalkulieren kann. Zu einem Kipppunkt kann auch gehören, dass der komplett der Amazonas draufgeht oder dass der Golfstrom abdreht und es hier in Europa deutlich kälter wird. Kann sich also nicht sozusagen zurücklehnen und denken, naja, das wird ja nur die irgendwo anders treffen, sondern der Klimawandel kann auch in aller Härte hierzulande zuschlagen. Und deswegen sage ich, wir können es uns nicht leisten, bei diesem Thema auf Zeit zu spielen. Ein zweiter Punkt, worauf man sich innerhalb der Schwampel wo schon verständigt hat, ist die Abschaffung des Solis. Vorab möchte ich dazu sagen, wir als Linke streiten sehr dafür, dass Menschen mit mittleren Einkommen deutlich steuerlich entlastet werden. Dazu haben wir einen Vorschlag in der Einkommenssteuer gemacht, wo Menschen mit bis zu einem Einkommen von 7.100 Euro deutlich entlastet werden. Die Abschaffung des Solis aber hätte zur Folge, dass vor allem Menschen, die sehr hohe Einkommenssteuern bezahlen, deutlich entlastet werden. Für die öffentliche Hand hätte die Abschaffung des Solis zur Folge, dass uns 18 Milliarden pro Jahr an Einnahmen fehlen. Das macht 72 Milliarden Euro Einnahmenverluste in den nächsten 4 Jahren Wahlperiode. Das heißt, auch 18 Milliarden, die vor allem in den Taschen der Einkommensreichen verbleiben und die der öffentlichen Hand fehlen.
Und Mathematik ist da ja recht unbestechlich. Die Schwampel hat ja jetzt darüber gesprochen, dass sie bis zu 30 Milliarden in der gesamten Wahlperiode finanziellen Handlungsspielraum durch steuerliche Mehreinnahmen hat. Aber allein die Abschaffung des Solis würde Einnahmeverluste von 72 Milliarden zur Folge haben. Wenn es dann bei der Schuldenbremse bleibt, heißt das, es gibt nicht mehr Geld für einen Kampf gegen Armut, für mehr Bildung, für Barrierefreiheit, sondern ganz im Gegenteil, es wird irgendwo gekürzt werden. Und da man sich innerhalb der Schwampel schon darauf verständigt hat, im Rüstungsbereich draufzulegen, heißt das, es muss im sozialen, im Bildungsbereich bei der Barrierefreiheit zur Kürzung kommen unter der Schwampel, wenn man bei der Abschaffung des Solis bleibt. Und deswegen sage ich ganz klar, diese Möchtegern-Regierung ist eine Regierung der Reichen. Zur Situation in Jemen. In Jemen droht eine Hungersnot, nachdem die Cholera dort wütete, der Impfstoff demnächst ausgehen wird, sind jetzt 6 Millionen Menschen in Jemen akut vom Hungertod bedroht. Man muss sagen, dass ganz Jemen eine einzige Fluchtursache ist. Aber von Jemen aus kann man übers Land faktisch nur nach Somalien flüchten und dort sozusagen in die nächste Katastrophe hinein. Und diese Situation führt natürlich dazu, dass es kaum Flüchtlinge aus dieser Region nach Europa schaffen. Im Jahr 2016 haben nur 241 jemenitische Flüchtlinge einen Asylantrag in Deutschland gestellt. Und ich werde den Eindruck nicht los, dass die Tatsache, dass es aus Jemen so wenige Menschen schaffen, zu fliehen, auch dazu führt, dass es hier in der Öffentlichkeit eine unglaubliche Ignoranz gegenüber dem Problem in Jemen gibt. Und vor dem Hintergrund der Hungersnot oder der drohenden Hungersnot in Jemen, vor dem Hintergrund der gesamten Situation in Jemen, kritisiere ich die Saudi-Arabien-Politik von Merkel, aber auch von Sigmar Gabriel in aller Schärfe. Von deutscher Seite, von Seiten des Westens, wird sozusagen immer wieder die Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien gesucht und so getan. Man muss nur aggressiv genug gegen den Iran aufrüsten, dann wird es sozusagen Sicherheit geschaffen. Ich sage aber ganz klar, Saudi-Arabien führt Krieg in Jemen, geht in Jemen über Leichen. Und vor diesem Hintergrund ist vollkommen inakzeptabel, dass in Saudi-Arabien mit deutschen Lizenzen Waffen hergestellt werden, dass Saudi-Arabien aufgerüstet wird von Europa mit Rüstungsexporten aus Europa. Wir haben in Jemen eine Hungersnot. 6 Millionen Menschen sind akut vom Hungerstod bedroht. Und vor diesem Hintergrund fordere ich von Angela Merkel erstens einen sofortigen Stopp aller Rüstungsexporte, wenigstens aller Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien und die Auflage eines Notplanes, der wirklich hilft. Wir können nicht einfach zusehen, wenn 6 Millionen Menschen vom Hungertod bedroht sind. Soweit zu den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Am Wochenende hat der Parteivorstand getagt. Es gab eine sehr gute, auch sehr lebendige Aussprache. Natürlich zunächst darüber, wie wir die schwarze Ampel treiben, wie wir die verschiedenen Milieus ansprechen, und zwar alle in ihrer Verschiedenartigkeit, ohne uns abfällig über die im Einzelnen zu äußern. Aber wir hatten auch eine gute Aussprache zu Kontroversen, die es unter uns gibt. Nachdem der bisherige Bundesgeschäftsführer uns informiert hat, dass er zurücktreten möchte, standen wir als Parteivorsitzenden und dann auch als Parteivorstand vor der Aufgabe, Handlungsfähigkeit sicherzustellen. Dieser Verantwortung haben wir uns gestellt. Und wir waren sehr froh, dass es uns gelungen ist, Harald Wolff für die kommissarische Übernahme der Bundesgeschäftsführungsaufgaben zu gewinnen. Wir haben schon begründet, warum unsere erste Wahl auf ihn fiel, und wir sehr froh waren, dass die erste Person, die wir gefragt haben, über die wir nachgedacht haben, sofort Ja gesagt hat. Harald Wolff ist jemand, der immer klar zu seinen Positionen steht, aber nicht nur in der jetzigen Parteivorstand klar als Brückenbauer aufgetreten ist, der im Sinne einer verbindenden Partei agiert. Er bringt eine enorme wirtschafts- und finanzpolitische Kompetenz mit und hatte schon verschiedene Führungs- und Leitungsfunktionen inne, was für die Übernahme von Bundesgeschäftsführungsaufgaben, auch wenn sie kommissarischer Art sind, auf jeden Fall von Vorteil sind. Der Parteivorstand hat dann mit großer Mehrheit uns in diesem Vorhaben, die Handlungsfähigkeit sicherzustellen, unterstützt. Und insofern haben wir heute die erste Pressekonferenz zusammen mit Harald Wolff. Und er hat das Wort. Ja, besten Dank. Ich habe mich nach dem Rücktritt von Matthias Höhn entschieden, kommissarisch die Aufgaben des Bundesgeschäftsführers zu übernehmen. Bis zum nächsten Parteitag. Dort wird ja dann neu gewählt. Und ich bin der Auffassung, dass es notwendig ist, in der gegenwärtigen Situation, dass wir die Phase der personalisierten Diskussion beenden und zurückkehren zur politischen Sachdebatte und vor allen Dingen uns konzentrieren auf die politischen Aufgaben, die vor uns stehen. Das ist
die Auseinandersetzung mit der Schwampel, die jetzt in Bildung ist und wo ja schon ausgeführt wurde, was uns dort an Verschlechterung bevorsteht und dass es notwendig ist, dass die Partei hier eingreift und mobilisiert. Und zum Zweiten haben wir natürlich eine Reihe von strategischen Fragen zu klären, weil es gibt eine neue Situation nach der Bundestagswahl. Die Sozialdemokratie ist in der Opposition. Wir werden wahrscheinlich eine neue Regierungskonstellation haben. Ob sie wirklich kommt, muss man noch sehen. Das wird sich ja wahrscheinlich in dieser Woche vom Grundsatz her entscheiden. Und wir stehen, Sie wissen, es gibt innerparteilich eine Diskussion darüber, dass wir auf der einen Seite gewonnen haben in den Bundestagswahlen, in den sogenannten urbanen Milieus, und aber Verluste hatten, zum Beispiel im ländlichen Raum, im Osten und bei denjenigen, die sich als Modernisierungsverlierer fühlen oder von Abstiegsängsten bedroht sind. Katja Kipping hat es schon gesagt, das ist auch meine Position, wir dürfen diese Milieus nicht gegeneinander ausspielen, sondern wir müssen versuchen, das Verbindende zu finden, weil auch urbane Milieus sind von Prekarität bedroht. Und es ist gleichzeitig so, dass wir unsere Präsenz in den sozialen Brennpunkten im ländlichen Raum versuchen müssen zu verstärken, weil ich glaube, diejenigen, die sich von der Politik vergessen fühlen, die sagen, niemand kümmert sich mehr um uns. Wie wird man nur gewinnen über die direkte Ansprache, über den direkten Kontakt? Das heißt, wir müssen die Präsenz der Partei versuchen zu erhöhen, gerade auch in diesen Bereichen und in diesen Brennpunkten. Zur Diskussion innerhalb der Partei. Ich habe es jetzt auch schon in Interviews gesagt. Ich finde, die Diskussion innerhalb der Partei kann und darf kontrovers sein. Man darf auch bisherige Positionen der Partei versuchen zu verändern. Aber der Ort für diese Diskussion sind die dafür vorgesehenen Gremien. Es sind nicht die Medien, es ist nicht Facebook und es ist nicht Twitter. Und dafür möchte ich mich einsetzen, dass wir den Rahmen schaffen, Foren schaffen, in der die gesamte Partei über ihre politische Ausrichtung diskutiert, die gesamte Partei versucht, darüber zu diskutieren und auch zu Beschlüssen zu kommen, wie wir auf die neuen Herausforderungen reagieren. Das halte ich für die wesentliche und zentrale Aufgabe. Und deshalb will ich nochmal an dieser Stelle sagen, wir sind eigentlich als Partei in keiner schlechten Situation. Wir haben das zweitbeste Ergebnis unserer Parteigeschichte. Wir haben im letzten Jahr 7.000 neue Mitglieder gewonnen. Und in diesem Jahr 7.000 neue Mitglieder gewonnen. Und ich glaube, das zeigt, dass es eine Bereitschaft gibt von vielen Menschen, sich mit der Linken zu verbinden, mit der Linken zu arbeiten und dass die von uns auch erwarten, dass wir ihnen auch Angebote formulieren. Deshalb wird es wichtig sein, dass wir versuchen, auch für die neuen Mitglieder sowohl Angebote für Foren, der Weiterbildung und die Kampagnenaktivitäten anzubieten. Deshalb werden wir da auch das, was wir im Bereich der Mitgliederentwicklung begonnen haben, weiter fortsetzen und weiterentwickeln und zum Beispiel Kampagnen wie zum Beispiel mehr Personal in der Pflege auch versuchen voranzutreiben, weil ich halte das für Schlüsselthemen für die weitere politische Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland. So viel von meiner Seite, stehe zu Fragen zur Verfügung. Ja.